In der Früh setze ich als erstes meine Samba zwei Geräte auf, damit ich vom Leben auch etwas mitbekomme. Wichtig ist mir danach die morgendliche Tasse Kaffee zum Aufwachen. Anschließend packe ich meine Sachen zusammen und verlasse das Haus in Richtung Arbeit. Während des Studiums habe ich dann festgestellt, dass ich dem Dozenten und den Kommilitonen quasi überhaupt nicht mehr folgen kann. Und dann ist in Hannover beschlossen worden, mir das Bone Bridge Implantat einzusetzen. Bei der Aktivierung waren dann meine Eltern dabei und wir haben sofort alle festgestellt, dass ich jetzt deutlich besser verstehe, was sie sagen, ihnen deutlich besser folgen kann. Und das war dann für uns alle natürlich ein sehr emotionaler Moment, dass klar war, das ist die Lösung und es wird mir in Zukunft deutlich besser gehen mit dem Hören. Bevor ich die Bone Bridge bekommen habe, ist es mir sehr schwer gefallen, Gesprächen zu folgen. Oftmals habe ich auch nur die Hälfte verstanden, wenn überhaupt. Heute ist das kein Problem mehr. Ich kann mich sehr gut unterhalten mit Leuten, die um mich herum sind, und das war eben vorher nicht der Fall. Was mir an dem System besonders gut gefällt, ist, dass ich es im Alltag eigentlich überhaupt gar nicht bemerke. Es hilft mir beim Hören, und das ist der große Unterschied zu konventionellen Hörgeräten, die ich ja früher auch mal getragen habe. Die habe ich immer etwas als störend empfunden, die waren wie ein Fremdkörper. Das ist bei dem System überhaupt nicht so. Das fügt sich quasi als externes Körperteil einfach an. Ich hatte zuerst den AMD-Prozessor, habe kurzzeitig dann den Samba gehabt und jetzt habe ich seit diesem Jahr den Samba 2 und bin vor allen Dingen sehr überrascht, wie sehr sich die ohnehin schon gute Handhabung und die Anpassung des Systems an neue Situationen nochmal verbessert hat. Der Fortschritt vom Samba 2 wird mir am meisten deutlich, wenn ich in lauten Umgebungen bin, wie Festen oder Feiern, wo es mir dann deutlich einfacher fällt, Gesprächen zu folgen, weil einfach die Umgebungsgeräusche viel besser nochmal rausgefiltert werden. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen in der Natur unterwegs, beim Wandern oder Klettern in den Bergen oder beim Radfahren oder Joggen. Und wenn ich nicht draußen bin, dann gehe ich gerne ins Theater oder ins Kino. Und dabei helfen natürlich die Samba 2 Geräte auch sehr gut. In meiner täglichen Arbeit bin ich mit unseren Landwirten im direkten Austausch, aber ich telefoniere auch sehr viel. Und dabei hat mir der Samba to go sehr geholfen, weil er das Telefonieren für mich sehr viel einfacher macht. Ich freue mich besonders, dass ich gut hören kann, wenn ich Musik höre, weil es ein sehr wichtiger Teil des Lebens für mich ist. Und auch wenn ich in der Natur unterwegs bin, höre ich gerne die Geräusche, die man da wahrnehmen kann. Dank des Samba 2 und des Samba to go habe ich überhaupt keine Einschränkungen mehr im Büroalltag. Ich kann frei mit meinen Kolleginnen kommunizieren und telefonieren, und das hilft mir sehr.